kein Hund ab. Doc, morgen früh muss ich um Punkt 7 am Schießstand sein. Sie müssen also meinen Hirnschaden beheben. Sie haben keinen Hirnschaden. Oh, Gordon, Gordon, die haben mir einen Hirntumor aus dem Kopf operiert, der so groß war wie eine Walnuss. Ich kann nicht mehr gerade ausschließen. Ich erkenne nicht mehr, ob jemand lügt oder nicht. Ich muss mir Ratgeberbücher kaufen, wenn ich was reparieren will. Ich gerade bei vielen Dingen völlig entschwinden. Ein Hirnschaden ist aber nicht der Grund dafür. Als Sie Kummer hatten, bekamen Sie einen Einblick in eine andere Welt. Und wie hilft mir das, wieder ein Schwarze zu treffen? Temperance Brand. Sie sind in sie verliebt. Sie bauen eine Welt um sie herum auf. Eine Familie. Wir passen nicht zusammen. Sie sieht die Welt auf ihre Art und ich ganz anders. Natürlich ist die Vorstellung, dass sie beide zusammenleben, absolut haarsträubend, aber das Herz erwählt, was es erwählt, nicht wahr? Da haben wir kein Mitbestimmungsrecht. Sie liebt mich nicht. Ich würde das doch merken. Dürfte ich in dieser Angelegenheit etwas Geduld empfehlen? Hoffen. Und etwas Geduld. Also kurz, haben Sie für meine Scharfschützenprüfung irgendeinen Ratschlag? Stellen Sie sich nicht so an. Seien Sie ein Mann. Legen Sie nicht auf. Sie ist Ihre Partnerin, Herrgott nochmal. Der Job, den Sie beide zusammen machen, ist hochgefährlich. Sie verlässt sich darauf, dass Sie sie beschützen. Also beschützen Sie die Frau gefälligst. Das ist Ihr psychiatrischer Ratschlag. Das ist aber nicht so anstrengend. Ganz genau. Gibt es ein Problem mit einem Mann und seiner Waffe, kann nur eine Frau das auf natürliche Weise kurieren. Nehmen Sie Dr. Brennan mit zu ihrem Schießspektakel. Vorher werden Sie nicht versagen. Glauben Sie mir. Dr. Brennan. Hallo. Bitte, setzen Sie sich. Oh, aber wieso können wir nicht draußen im Restaurant sitzen? Und nein, bei uns ist es eine große Ehre, am Tisch des Chefkochs zu sitzen. Das ist riesig. Aber es ist in der Küche, es ist heiß hier und laut. Das ist was Besonderes. Lass dich dabei beeilen. Also, bei uns, würdest du mir einen Gefallen tun? Ja, solange ich mir dafür nicht den Kopf rasieren muss. Oh, du machst einen Witz. Ich werde langsam ziemlich amüsant. Ja, das stimmt, das war witzig. Aber mal ehrlich, tust du mir einen Gefallen? Ja, solange ich mir dafür nicht den Kopf rasieren muss. Kleiner Tipp, was Humor angeht. Wenn der Witz vorbei ist, dann genieß ihn einfach und wiederhol ihn bloß. Bitte versuchen Sie dieses Amüsbusch. Es sieht aus wie Sperma auf Pflaumenmus, aber ich versichere Ihnen, es wirkt Ihren Gaumen verzaubern. Seid tapfer, meine Kinder, wagt den Vorstoß, werft eure Fesseln ab, etc., etc. Folgt meinem Aufruf zum Joie de Vivre. Auf das ihr hinaufgetragen werdet, auf den zitternden Schwingen, kichernder Engel. Lovers come, lovers go. Once they lived, but now they're ghosts. Walking the streets they used to know, like shadows, like shadows.